Dann darf ich die 114. Sitzung des Innenausschusses eröffnen, die heute als öffentliche Anhörung zum Entwurf eines Gesetzes über die Verarbeitung von Fluggastdaten zur Umsetzung der Richtlinie 2016/681 Fluggastdatengesetz durchgeführt wird. Der Umstand, dass ich ein Flugzeug nutze, bringt mich entsprechend in die Datei. Die Verarbeitung von Fluggastdaten erfordert auf der einen Seite strenge Vorgaben für den Datenschutz und die Datensicherheit. Aufgrund der Anlasslosigkeit, aufgrund der Weite der Datenkategorien, der Speicherdauer, der Arbeit mit Mustern oder auch der fehlenden Benachrichtigung. Es ist aber eben völlig unklar, warum tatsächlich genau diese Informationen gebraucht werden. Dafür gibt es keine Begründung. Wir haben also eine völlig neue Dimension anlassloser Massenüberwachung, die hier eingeführt wird. Verhütung von Straftaten beginnt jenseits der Gefahr, sie beginnt jenseits des Anfangsverdachtes, sie beginnt da, wo die Fluggastdatenstelle, sprich BKA, meint, hier könnten irgendwann in ferner Zukunft von irgendjemand Straftaten begangen werden. Da zeigt sich, dass diese Eingriffsschwelle immer dazu führt, dass Personen, die vollkommen unbescholten sind, in das Visier der Ermittlungsbehörden geraten und dann eben massive Einschränkungen ihrer Grundrechte in Kauf nehmen müssen, obwohl sie sich nichts haben zu Schulden kommen lassen. Also die Maßnahme dient letztendlich einer anlasslosen Verdachts- und Verdächtigengewinnung. Also das BKA hat über jede Flugbewegung, über jeden Fluggast für 5 Jahre die Daten über diese Flugbewegung. Das erscheint mir verfassungsrechtlich in keiner Weise hinnehmbar. Aber auch hier kann diese Speicherdauer weder als verhältnismäßig noch angemessen bezeichnet werden. Zur Effizienz der Systeme, Frau Renner, die Frage habe ich auch gestellt. Ich habe keine hinreichende Antwort bekommen. Wir aus den Staaten keine Daten haben, wo wir am Ende sagen können, für x Euro haben wir so und so viel Treffer bei der Kontrolle. Das muss ich leider schuldig bleiben. Das ist nicht angemessen, ist nicht verhältnismäßig und verstößt gegen europäische und deutsche Grundrechte. Wir erlassen Gesetze, von denen wir bereits ahnen, dass sie verfassungs- oder europarechtswidrig sind und warten darauf, bis die zuständigen Gerichte darüber entscheiden. Erst recht nicht vereinbar mit der Rechtsprechung des EuGH. Sicherlich wird auch die Fluggastdatenrichtlinie dort irgendwann zur Kontrolle landen. Und ich kann mir schwerlich vorstellen, dass sie nicht beanstandet wird. Aber am Ende muss man auch sagen, wir sind dann ins Spiel gekommen und haben unsere Fragen gestellt, als es darum ging, eine EU-Richtlinie hier in Deutschland umzusetzen. Insofern ging es für uns darum, wie können wir das möglichst treffgenau und ressourcenschonend machen, möglichst keine unnötigen Kontrollen am Ende auszulösen. Das muss ja auch unser Ziel sein. Die Tatbestandshürde ist so weit wie der Himmel über Berlin.